Moin Leute und willkommen zur nächsten Folge von Watch Dogs. Und weiter geht's mit unserer Kampagne, die wir endlich weiter spielen. Oh, schöner Charter. Jetzt sind wir mal in einem kleinen französischen Karren. Naja. Und wir wollen zur nächsten Kampagnenmission. Da ist sie auch schon gleich. Oh, 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 yeah. Ups. Ups. Nichts gesehen. Und weiter geht's mit der nächsten Mission. Yeah. Und diesmal auf extra laut. Hoffentlich hört er das. Okay, wir haben Willis Town. Was hast du zu Helena? Auf ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Ihr macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Alles klar. Oh, was ist das denn? Selfie-Idioten. Trägt das Denkgesicht, dass einer aus, damit ein Verlag Interesse zeigt? Okay, hier ist das. Nope, nicht meine. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Was hat der nicht Wichtiges? So, das Fahrzeug einfach so durchhängen. Geil. Dann müssen wir jetzt auf diese Kante. Oh. Ups. Mann, wieso? Wieso zieht er aus seiner Waffe, wenn man direkt mit der rechten Maustaste klickt? Ah. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Okay, jetzt müssen wir schneller machen. Das kann echt nicht so weitergehen. Und diese scheiß Maustaste drücke ich überall, aber jetzt geht's erstmal los. Wir wollen ja schneller vonstatten gehen. Wir wissen ja, wo sie jetzt langsam ist. Und tschüss. Regen. Kann ich durch? Natürlich nicht. Spiel viele. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte, perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Okay, Helena. Nun zu dir. Miss Lucci, hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abschlag. Wo ist er? Alter. Angelo Tucci. Da bist du ja. Okay, doch. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für mein Zeug. Okay, let's go. Jemand Sport. Bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Juhu. Ich werde langsam nervös. Erstmal dahin kommen. Er kommt zu uns, das heißt, wir müssen hier einschlagen. Wie hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut.
Okay, wenn der jetzt nicht schnell ist, dann schaffen wir das. Oh, oh, oh! Yeah! Geiler Bug. Nee, der ist schon vorbei. Oder? Nein, doch nicht. Der fährt langsam schon. Super slow. Und wir Dodge unseren. Was auch immer. Da ist er. Unauffällig wie möglich und jetzt richtig ran. 3, 2, 1, go. Bam! Juhu! Ey, ich kann nicht mal schießen, was ist das denn? Auto verlassen, hol ihn ein! Kannst du kurz? Lasse. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Hä? Was ist das für ein Mist? So sieht das gerade echt aus. Jemand ist zu viel. Na dann, viel Glück dabei. Kann man denn hier irgendwas wählen? Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Alter, ich will jetzt die Fahrt heute wirklich. Egal, gleich haben wir. Und das mit dem Schießen ist ja auch üben. Da sind wir echt ungeschickt, da geht's nicht. Und ich denke, ich werde ihn einfach crashen, statt auszusteigen. Okay, dann machen wir das Crashen einfach fertig. So sieht das Ganze aus. Schatz mal. Hey, komm her. Ganz ruhig, wir sind ja da. Fahr in den Reihen, los! Komm hin! Wie jetzt verloren? Ne, oder? Jetzt schalte ich jetzt aus. Geil. Dann holen wir uns wieder. Was auch immer der neutralisiert hat, frage ich mich gerade. Der Karren brannte ja. Sonst was und das war's. Ist das nur noch vor? Diesen Rauchschwaden werde ich von Kilometer weit zu sehen. Weg da, weg da, weg da, weg da. Bin doch schon weit weg, oder? Sobald ich die weiße Linie platziert habe. Oh, 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 oh. Und so müssen Unfälle aussehen. Also gut, hör zu. Wir müssen aufgeben. Erledigt. Kein Gefangener. Jetzt brauche ich einen. Das ist doch mein Auto. Um ein Wörtchen mit diesem Zeug zu geben. Neues Auto weg hier. Dankeschön, Dankeschön. Gute Angelegenheit. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten.
Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriege. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Fertig. Heißt das soweit? Nach so vielen Mal zurücksetzen, habe ich es endlich geschafft. Also das nächste Mal hoffe nicht so schnell zu sein. Also so viel zu verlieren. Na dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.